Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben den Sonntag, den 10. Juni 2018. Wir sind auf dem Sigriswil Rothorn mit der Referenz Hotel Bravo, Bravo Echo 139. Wir haben jetzt aktiviert mit dem KX2 auf 40 Meter und auf 20 Meter. Das ist sehr gut gegangen. Die Antenne, die wir genutzt haben, ist aber in NBG Sotta Dipol. Haben wir schön anmachen am Gipfelkreuz mit den Klettbändern. Das ist wunderbar gegangen. Und hat sehr viel Spass gemacht. Seht hier auch, was wir heute Nacht haben. Hoffen wir mag es sehen. Auf dem Logbuch. Ein bisschen Betrieb gemacht. Also nicht wahnsinnig lang. 11.22 bis 11.49. 25 Minuten Betrieb, etwa 15 Kurs. Und wir beide. Ist gut gegangen. Einfach die Europa weit. Ein bisschen Spanien, ein bisschen Russland. Schweizer, besten Dank habe ich in CRY Portable für uns das erste Summit zu Summit heute von hier auf dem Alpengrad. Wir sind leider nicht mehr hier, wenn du auf dem Buchserhorn bist, aber das nächste Mal klappt es wieder. Jetzt lege ich das einmal schnell auf die Seite hier und übernehme mal gerade die Kamera von meiner Kamerafrau der ersten Stunde. Das wäre dann Karin. Hallo. Hallo zusammen. Ich habe einen Fox Zulu Charlie und sehe hier noch Spotting haben wir natürlich gemacht, wie immer, mit dem FT2. DE, und dann haben wir auch noch das ICOM. Wir haben immer zwei Geräte dabei, weil, wenn man das zweite unterwegs ist und es passiert irgendein Unglück, dann kann man so in Verbindung bleiben, wenn beide die Lizenz haben. Das ist sehr gut. Ich sehe hier, wie wir das gemacht haben, wie man das kennt, wie wir das immer machen. Hier. Das angemacht mit unserem ultraleichten Teleskopmast. Auf dem Gipfel oben hier vom Sigriswiler Rothorn. Wir sehen, es hat ein bisschen zu hier schon. Haben wir es schön können aufziehen hier. Der eine Schenkel vom Dipol und der andere unten am Boden ausgelegt. Als Gegengewicht. Das hat super funktioniert. Wir sehen hier über Richtung Burgfeldstand. Auch ein Sotta-Gipfel. Und die Krete hier geht weiter Richtung über zu, zum Niederhorn. Nicht zu verwechseln mit dem Niederhorn im Simmental, wo wir vor zwei Wochen waren. Das dort ist ein Sotta-Gipfel, der hier ist keiner. Da sehen wir abends zu richtig. Das ist, glaube ich, schon bereits. Jawohl, ein Teil noch vom Brienzersee hier unten. Und da ist das beides Thunersee? Thunersee. Der auch dort? Ja, das ist Thunersee, das ist Fullersee, dann kommt Spiez. Gut, gut. Alles klar, also ist Interlaken weiter oben in diesem Fall. Eben, das sehen wir nicht. Hier sehen wir über, hier wäre grundsätzlich, hier wäre, da ist er auch der Nies, aber wir sehen ihn nicht mehr. Heute Morgen. Ah, da ist der Nies, jetzt bin ich wieder eins zu weit verrutscht. Da ist der Nies, wir sehen ihn noch. Und hier geht es hinter dem Nies ins Simmental. Hinter ihm ist Diemtigtal links und links vom Nies geht es ins Kandertal. Wunderbar, sieht man hier über. Man sieht auch noch, dass es einen Haufen Schnee hat oben rein. Über 2000 Meter. Ade zusammen. Und sieht wirklich, dass es langsam zu da hat. Am Morgen, wo wir angefangen haben, die Schwande, ist es wirklich absolut wolkenlos gewesen. Wir sehen hier über. Hinten dran dort der ganze Brienzergrat. Mit dem Augstmatthorn zuerst. Das hat man hier gerade im Blick. Das hier ist Augstmatthorn. Und dann, wenn ich nebendran weitergehe, ist das nächste das Gummhorn, das ich hier sehe. Nachher kommt das Schlierenhörnli. Und nachher geht es hier runter, mit im Bild die Allgäulücke. Und wenn es links nachher rauf geht, geht es dort weiter Richtung Tannhorn. Hier sehen wir das Tannhorn, ganz, ganz eindrücklich im Bild. Und im weiteren Verlauf kommt dann nachher das Brienzer Rothorn. Das geht hier Richtung Söhrenberg. Hier über es zu sehen wir den Hogant. Das hier ist der Hogant, den man hier sieht. Und hinten dran der Furkengutsch. Das ist dann auch der, der zählt im Sotta-Betrieb. Und da schwenken wir jetzt Richtung Nordosten zu. Über das Mittelland Richtung Entlebuch. Amidal Entlebuch. Und in der Ferne wäre dann der Jura, den sieht man jetzt schon bereits nicht mehr tatsächlich, weil es schon ziemlich zugemacht hat, entgegen der Wetterprognose. Und wir die jetzt langsam zusammenräumen, dann nehme ich hier einen Schritt zurück.
schauen, dass ich nicht noch einen Unfall mache. Ich bedanke mich ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit bei dieser Aktivierung des Siegerswiller Rothorn heute, am 10. Juni 2018. Und wir freuen uns auf die nächste Aktivierung. Wir wissen noch nicht, was das wird sein. Und auch nicht genau, wann es wird sein. Morgen weniger. Weil wenn es heute schon so ist, ist es morgen noch ein bisschen weniger gut. Und aber eventuell nächste Woche. Wer es sieht, der findet mehrere Informationen unter www.lutz-electronics.ch. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.